So, komm her, mein Freund. Hier hast du was Leckeres zu futtern. Was hast du da? Etwas zu essen? Was denn sonst? Eine Pastete? Wow, das ist ja wirklich nett von dir. Dieser Hotelfraß ist gar nicht mal so lecker. Im Gegenteil, mir ist auf einmal so... Ja, wie ist mir denn? Krank? Ich glaube, ich hab Fieber. Meine Fumme blau. Wie Doc am Grill Donnerstag. Kein Widerspruch von mir. Oh nein, das sind die Schüttelpocken. Und kalt ist mir auch. Du hattest wohl recht. Ich sollte mir schleunigst etwas anziehen. Kannst du mir vielleicht meine Sachen holen? Was tut man nicht alles für seine Freunde? Ein wahrer Freund. So, hier, bitteschön, Boso, dein Anzug. Hier, ich hab deinen Anzug aus der Reinigung geholt. Zieh dich jetzt bitte wieder an. Du hast wohl recht. Danke, Rufus. Du bist eben doch ein guter Freund. Sag ich doch. Hier hast du mein Handtuch. Was? Alter, was? Wie zur Hölle hat er das gemacht jetzt? Hey, Boso. Sorry, ich muss hier weg. Schade, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht neue Dialogoptionen kriegen jetzt. Was ich mir auch noch überlegt hatte, wir können ja über die Gegensprechanlage unten bei der Rezeption anrufen. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Und können ja jetzt hier eine Zimmernummer angeben. Und da habe ich gedacht, vielleicht können wir ja da anrufen und uns als Klitus ausgeben, um dadurch irgendwas zu erreichen. Die Frage ist nur, welches Zimmer hat der? Ich habe nämlich vorhin nicht aufgepasst, als die Rezeption ihnen den Schlüssel gegeben hat. Im Zweifelsfall probieren wir die einfach mal durch hier. Zimmer 1. Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Oh. Wenn es um die Bettwäsche geht, das sind keine Flecken, nur ein Muster. Dabei fällt mir ein, schlafen Sie eigentlich häufig mit offenem Mund? Wenn ja, dann... Ja, schon gut. Es geht nicht um die Bettwäsche. Ah, umso besser. Wie kann ich Ihnen helfen? Spontan würde ich sagen, hier mit dem Assistenten, dass wir den da unten von der Rezeption weglocken können, aber ich werde jetzt erstmal die anderen probieren. Ich würde dann gerne dinieren. Sie sind mutig. Das gefällt mir. Haben Sie schon etwas vom Menüplan ausgewählt? Sie haben Ihren Menüplan doch aufbewahrt, oder? Den Menüplan? Ja, Sie haben ihn hier an der Rezeption bekommen. Sie sind doch Inspektor Cletus, oder? Natürlich bin ich Cletus. Wer denn sonst? Schleimige Haare, schleimiger Charakter, ist gerade der Appetit vergangen, würde gerne über was anderes reden. Cletus, wie er leibt und lebt. Na gut, dann vielleicht... Ist unsere Wäsche schon fertig? Woher soll ich denn das wissen? Naja, ich dachte, das gehört irgendwie zum Service. Ach, der Service? Ja, von dem habe ich auch schon viel gehört. Aber noch nichts, das mich überzeugt hat, dass er tatsächlich existiert. Ich empfehle Ihnen, Ihre Wäsche selbst aus der Wäscherei zu holen. Anstatt auf irgendein mystisches New Age-Hirngespinst zu vertrauen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Ich mag den Kerl irgendwie. Ich würde gerne etwas sündhaft Teures auf mein Zimmer bestellen. Eigentlich bieten wir keinerlei Dienstleistung in diesem Hotel. Aber wenn Sie wollen, kann ich Ihre Rechnung einfach so mit einem horrenden Zusatzbetrag belasten. Der Posten taucht dann als Rechnungsfehler auf. Oh, das wäre zu freundlich. Ach, keine Ursache. Ich hatte das sowieso schon vorbereitet. Standardprozedur, wenn Sie verstehen. Kann ich sonst noch etwas gegen Sie tun? Das ist ja wirklich ausgesprochen nett von ihm, dass er das macht. Gut, ich möchte dann bitte... Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Ja. Muss ich jetzt hier schleichen? Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Wer sind Sie denn? Ich. Oh. 30% Rabatt auf Büroklammern. Was? Wo? Mist. Hab ich's verkackt? Perfekt. Die Luft ist rein. Also mal abgesehen von Staub, Schimmelpilzsporen und der generellen Kohlenmonoxidbelastung.
Habe ich es jetzt verkackt oder kann ich jetzt trotzdem zur Rezeption? Hier unten der Pelikan immer noch. Scheiße. Gut, dann rufen wir halt nochmal an. Ich habe übrigens im Hauptmenü des Spiels unter Extras gesehen, es gibt wohl insgesamt 15 Schnabeltiereier zu sammeln. Wir haben davon jetzt, glaube ich, 4 gefunden. Haben wir so ein bisschen was, wo wir uns mit beschäftigen können. Hallo, Rezeption? Immer zu Diensten. Wie lautet Ihre Zimmernummer? Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was passiert, wenn ich hier eine der anderen Zimmernummern angebe. Ich glaube, das probieren wir einfach mal aus. So neugiermäßig. Zimmer 3. Ah, endlich erreiche ich Sie mal. Ich habe hier mehrere Beschwerden gegen Sie vorliegen. Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, normale Belästigung. Ach nein, warten Sie. Das sind die Beschwerden gegen mich. Wie dem auch sei. Viel wichtiger ist doch, dass Sie Ihre Lieferung noch nicht bezahlt haben. Wozu brauchen Sie überhaupt die ganzen Hühner? Hab ich Zimmer 3 gesagt? Ich meinte natürlich... Interessant. Zimmer 9. Ah, die Dämonen aus dem verfluchten Hotelzimmer. Also... dem am meisten Verfluchten. Warum könnt ihr mich nicht einfach in Ruhe lassen? Ich hab doch alles getan, was ihr verlangt habt. Das alte Ehepaar, der freundliche Autor, sogar die junge Schauspielerin. Alles erledigt. Na gut, ich hab eure Betten nicht neu bezogen. Aber irgendwo muss ja auch mal Schluss sein. Sagte ich Zimmer 9? Ich meinte natürlich... Ich feier das gerade so total. Die Dialoge sind einfach mal wieder Spitzenklasse. Ich liebe diese Serie, muss ich immer wieder sagen. Na gut, aber eigentlich haben wir ja... Zimmer 1. Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Naja, ich, Ich hätte gerne mal meinen Assistenten gesprochen. Natürlich. Ich schicke ihn gleich zu Ihnen aufs Zimmer, wenn's recht ist. Warum tun Sie's nicht? Und sagen Sie ihm, er soll dabei das Lied vom Dummdeppen singen. Ich richte es aus. Dankeschön. So, jetzt sollte die Rezeption wieder frei sein. Ich muss nur aufpassen, dass mir dieser Oppenbot nicht begegnet. Und diesmal werden wir uns ganz geschickt am Oppenbot vorbeischleichen, indem wir den kleinen Umweg über den Pastetenautomaten nehmen. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Der depperte, 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 Dummdepp. Ja, was ist? Sie haben mich auf Ihr Zimmer beordert? Nein, das habe ich nicht. Aber doch. Sie haben gerade an der Rezeption angerufen. Ich werde doch wohl wissen, wen ich gerade angerufen habe und wen nicht. Ich glaube langsam, Sie leiden unter akuter Prozessorerweichung. Aber ich habe doch selbst Ihre Stimme gehört. Wenn Sie nicht sicher sind, wie meine Stimme klingt, dann hören Sie jetzt mal genau zu. Stören Sie mich nie wieder ohne triftigen Grund. Verstanden? Ja schon, aber... Aber was? So, und wir zischen hier mal ganz schnell zur Rezeption, während der depperte Dummdepp sich noch mit dem Oppenbot rumschlägt. Guten Tag, der Herr. Ich hätte gerne meinen Menüplan. Ah, der Gast aus Nummer 5. Keine Sorge, die Kopfschmerzen gehen nach ein paar Tagen wieder weg. Was? Nein, ich bin wegen des Menüplans hier. Das ist lustig. Die meisten Gäste sind wegen des Menüplans nämlich weg, verstehen Sie? Und unser alter Koch ist wegen des Menüplans sogar im Gefängnis. Bekomme ich den Menüplan jetzt oder nicht? Stante Patsy, Sie müssen vorher nur diese Erklärung unterschreiben. Hä? Das ist doch nur eine Rotzfahne. Ja, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten, durch unser Essen zu Schaden zu kommen. So ein Formular zu entwerfen wäre enorm viel Arbeit. Und unser Anwalt leidet an Depressionen. Darum kopieren wir die Unterschrift des Gastes einfach nachträglich auf eine passende Erklärung. Sehr ökonomisch gedacht. Und unterschreiben Sie bitte mit einem W vorne. Wie jetzt? Wufus? Ja, die Schublade für R klemmt nämlich. Ach so, klar. Danke. Hier kommt der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp, der Dummdepp. Tja, Kinderchen, jetzt muss ich aber. Hey, sing weiter. Na endlich. Der depperte, 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 Dummdepp. Und wir sind einmal mehr in die Küche geflüchtet, was ja ganz passend ist, denn wir haben jetzt den Menüplan. Achso, genau, Bosus Handtuch. Hey, wo ist der Menüplan? Ich will meinen Menüplan haben. Das Handtuch ist steinhart. Zum Glück wächst weiches Moos drauf. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch, die habe ich alle noch nie gesehen. Ich habe mir gerade meine Hand an meinem Schreibtisch gehauen. Es tut voll weh.
Ja, aber gut, so viel Blödheit muss halt bestraft werden, ne? Können wir denn jetzt... Ach, da geht er doch wieder nicht lang. Da brauche ich doch gar nicht versuchen. Ich vermute mal, über die Wäscherei müssen wir dann irgendwie versuchen, Cletus Sachen an uns zu bringen, weil wir uns ja letztendlich auch an der oberen Aufstiegsplattform dann als Cletus ausgeben wollen, damit der Organon uns endlich nach Elysium bringt. Ja, ich habe aufgepasst. Ich bin von mir selber überrascht. So, was wollte ich denn jetzt als nächstes machen? Ich wollte noch nicht zur Wäscherei. Nein, ich wollte wieder zu den Hotelzimmern zurück. Denn ich wollte jetzt einfach mal spontan gucken, ob wir wieder zu dem Seher können. Ja! Alter, geil, was ist das denn hier? Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Na dann... Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Na dann gib mir doch einfach die Kutte und dann ist alles gut. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Mir war so, ich hab so... Da fallen wieder Sachen von oben herab. Ich fänd das cool, wenn die Tarantel hier jetzt auch irgendwo, ey, durchs Inventar kriechen würde. Wäre so das, die Art von Detail, die ich Dedalik hier zutrauen würde. Mir war so, mit dem Kopfkissenbezug war doch irgendwie... Dieser Kopfkissenbezug ist von hervorragender Qualität. So viele Kopfläuse können nicht irren. Außerdem ist da ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen eingenäht. Komisch. Die habe ich alle noch nie gesehen. Ein Pflegehinweisetikett mit 6 Symbolen, sowohl auf dem Kopfkissenbezug als auch auf Bosos Handtuch. Das hat doch sicher etwas zu bedeuten. Nee, aber mir war der Kopfkissenbezug eigentlich sehr interessant wegen der Läuse. Das würde sich ihm ja jetzt anbieten, hier, wo er jetzt diese Haarpracht hat, damit wir ihn vielleicht nochmal unter die Dusche kriegen und uns dann seinen Bademantel klauen können. Denn ich hoffe, dass wir uns damit dann eventuell in der Wäscherei in diese Sekte einschleichen können. Gute Idee, aber so würde er es bemerken. Gut, dann vielleicht, wenn wir das Ganze hier ins leere Glas kippen? Dieser verlauste Kopfkissenbezug eignet sich nur für genau 2 Dinge. Erstens, einen Kindergarten unter Quarantäne zu stellen. Und zweitens, ein Kopfkissen beziehen. Ach so, ja, was mach... Aua! Jetzt habe ich mir mein Knie am Schreibtisch gestoßen. Dein Schreibtisch hasst mich! Ach so, vielleicht wieder in die Kapuze. Und das bringt uns zu Phase 3 meines genialen Plans. Ich nenne es... poetische Ungerechtigkeit. Oh, wir sind so böse. So, mein Junge. Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Sag mal. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Ach, also... Ich finde... Du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Igitt, was ist das denn? Meine Kopfhaut juckt. Ich habe Läuse. Gut, dass ich dieses neue Wundershampoo habe. Und jetzt raus mit dir. Ich muss duschen. Ach, muss das sein? Hat er wieder abgeschlossen bestimmt, ne? Nein, hat er nicht. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah, so nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Ein wunderschönes Lied. Ich habe jedes Mal das Bedürfnis, hier einfach loszuhotten. Er hat seine Kutte hier liegen lassen. Bestimmt möchte er, dass der Zimmerservice sie zur Wäscherei bringt. Das ist auch mein Eindruck. Also gib her, das Ding. Lass mich raten. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Schade, ich hatte gedacht, dass da jetzt eventuell auch wieder diese Symbole drauf sind.
Gut, haben wir hier noch irgendwas, bevor ich jetzt gehe? Nein, wir haben hier gar nichts mehr zur Auswahl. Faszinierend. Unser guter Freund, der Geist, der muss doch inzwischen ja auch einen Orgasmus haben, oder?